Hat Freunde, wir haben euch versprochen, es gibt immer wieder was im Doppeldecker. Ob Sie den jetzt in groß nehmen oder in klein, das spielt keine Rolle. Die Handhabung ist immer das Gleiche. Aber ein Favorit wird der Kleine werden. Und ich sage Ihnen jetzt was unter vorgehaltener Hand. Er wird momentan produziert. Aber es dauert natürlich schon noch ein paar Wochen, bis wir den dann ins Programm aufnehmen, weil wir ja sehr viele fleißige Kolleginnen haben und wir müssen da ein ganz schönes Polster vorarbeiten. Wir haben jetzt in diesem Doppeldecker, wie schon mal gesagt, zweimal einen Biskuit gebacken und wir zeigen Ihnen jetzt noch zwei Torten. Wie wir das machen oder wie der gefüllt wird, das haben wir jetzt schon so oft gezeigt. Ich glaube, das müssen wir heute nicht zeigen. Und zwar hat mir die Amman und die Nelly jetzt schon diese Katze vorbereitet. Und wenn Sie das Rezept von dieser Katze brauchen oder wollen oder möchten, dann biete ich Ihnen an diese Rezeptewelt. Das ist unsere Rezeptewelt Nummer 8. Das ist ein Spendenheft und dieses Heft kostet 5 Euro. Und diese 5 Euro spenden wir. Wohin? Das steht immer in diesen Heften, was wir machen. Davon gibt es ja mittlerweile 9. Und wir freuen uns riesig, wenn Sie uns hier unterstützen. Wenden Sie sich einfach an Ihre Beraterin. Und in diesem Heft haben wir auch diese Katze. Und die haben wir jetzt in klein gemacht. Hier ist sie in groß. Sie nehmen einfach ein bisschen weniger Rezept und dann können Sie das Ganze auch in klein machen. Was denken Sie, was Ihre Kinder für eine Freude haben, wenn sie für einen Geburtstag oder für jeden anderen Anlass diese Katze backen? Hallo, und ich habe hier meine Katze mit unserer Schokosahne, meine Spitzbote mit Schokosahne gefüllt und unsere Super Fassier Set, die Sternentule genommen und ganz, ganz kleine Tupfe gespritzt. Genau. Die Amman hat mit der Kleinen, das ist ein tolles Set, das Superverzierset gehört in jeden Haushalt. Und Sie bekommen jetzt dann ein Sonderangebot. Da ist übrigens der kleine Spritzbeutel dabei, den die Amman Ihnen jetzt hier zeigt. Und sie zeigt Ihnen, sie hat extra noch einen kleinen Punkt freigelassen. Und da spritzt sie jetzt mit einer riesengroßen Liebe diese kleinen Sternchen auf diese Katze. Und wenn Sie sagen, ich will eine weiße Katze, dann spritzen Sie es halt weiß. Ne? Das kann doch jeder machen, wie er gerade möchte. Also super Verzierset mit diesem Spritzbeutel gehört in jeden Haushalt. Einfach warten noch ein paar Wochen und dann kommt dieses Set ins Sonderangebot. Gell, Amman? Ja. Das war jetzt ein bisschen Arbeit, oder? Ja, das ist schön, aber das gefällt mir. Amman, diese Katze braucht ja auch Ohren und einen Schwanz. Stimmt ja. Das? Wie hast du das jetzt gemacht? Erzähl uns. Das haben wir eine 2-Eier-Biscuit in unsere Zwillingform gepackt und dann haben wir mit unseren Schiffchen ausstecken. Bei uns gibt es ja alles, wisst ihr? Man muss nur wissen, wenn man es einsetzen muss. Und jetzt? Und dann machen wir diese Schiffchen mit Mitte hier. Schauen Sie. So, und diese Seite, was restlich übrig geblieben, da habe ich mit meine. Du bist raffiniert. Aber du bist eine Raffinierte. So. Habt ihr das mitgekriegt? Sie hat es das Schiffchen genommen. Das hier hat sie zu den Ohren gemacht und das ist was? Das ist die Schwamm von der Katze. Das ist der Schwamm von der Katze. Da können Sie sich vorstellen, wie es bei uns den ganzen Tag rund geht. Die wissen immer was, die sind ja jetzt harmlos, ne? Aber wenn die aufdrehen, dann habe ich wirklich Theater pur. Die Katze braucht ein Gesicht, gell, Amman? Ja, hast du gemacht? So wie du. Ja, ups, schöne. Schöne. Mit Hubsch und Schöne, ich mache meine Katze auch gleich jetzt. Schauen Sie, hier haben wir von unserer lachenden Linse Unterteil. Habe ich von Dand ausgerollt und zwei Backe gehabt. Das ist Backe, oder? Das heißt Backe. Backe. Und da habe ich zwei Augen da und dann eine Nase. Jetzt wir dekorieren unsere Katze. Und obendrauf hast die Auge. Was ist denn das? Das sind unsere. Das haben wir unsere, diese Choco-Mix. Crispies. Ja. Dunkel-Mix gibt es beide. Weizen-Crispies, ja, die braucht man.
Backen. Backen. Als die Ammann zu uns gekommen ist, konnte sie kein Wort Deutsch. Heute. Jetzt kann ich alles. Jetzt versteht sie alles, weiß alles, ja? Ich rede nichts gut, aber verstehe schon. Schau, Mund. Und dann haben wir mit roter Marmelade, wie im Heft steht, eine Halsband gehabt. Die Katze braucht eine Halsband. Wenn verlieren wir, dann wir finden nichts, ja? Und dann machen wir eine Halsband mit, wie heißt das? Chip, oder Frau Lutz? Und dann machen wir ein bisschen Leor auch mit unserer Marmelade. Mit dem kleinen Spritzbeutel spritzt sie jetzt noch ein bisschen die Ohren nach mit der Marmelade. Und dann haben wir eine perfekte, schöne Katze. Also Ammann, das hast wunderschön gemacht, diese Dankeschön. Katze, gell? Und ihr kauft jetzt alle dieses Heftchen und dann könnt ihr diese Katze so schön nachmachen. Aus der zweiten Torte, die wir jetzt eingesetzt haben, machen wir eine Eule. Schaut, und mit diesem Doppeldecker, der hat so viele Funktionen. Wir müssen auch immer erst dahinter steigen. Wir sind auch nicht gleich so geboren, dass wir alles wissen. Ich markiere mir jetzt hier oben, dass die Stirn von der Eule, schaut, jetzt habe ich mir das hier eingedrückt. An der Seite achten Sie darauf, dass auch diese Spitze wieder nach innen schaut und dann markieren wir das Ganze auch wieder. Und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche natürlich auch. So einfach stellen wir ohne großen Aufwand eine Eule her. So, wir haben das Ganze schon markiert und jetzt verzieren wir das Ganze. So, die Mädels haben mir jetzt diese Eule schon mal vorgefertigt. Mit unserem Dekorstreuer, der ja irgendwann kommt. Also Geduld, gell? Jetzt wird erstmal das Werkzeug gebaut. Das dauert jetzt schon ein bisschen. Sie kriegen frühzeitig Bescheid, wenn wir ihn im Programm haben. Da haben wir mal das grobe Außen mit unseren Weizenkrispis gemacht. Und dann haben sie natürlich auch noch die Feinheiten mit der Hand oder mit der Pinzette gemacht. Wir haben also die Konturen jetzt nachgemacht. Gemodelt. Und jetzt nehme ich von meinem Herztrio diesen Ausstecher und markiere mir jetzt hier ein Herzchen. Und jetzt gehen wir her. Es gibt ja die Weizenkrispis auch in Weiß hier in der Dose. Also nur Weiß gibt es nicht, aber gemischt, die sortieren wir jetzt aus und legen das in Weiß nach und spritzen das Herz dann mit Marmelade aus. Zeigen wir Ihnen. Unsere Meisterwerke stehen hier. Einmal haben wir hier die Katze, einmal haben wir hier die Eule und haben Sie jetzt gemerkt, wie einfach das ist, das Ganze herzustellen, wenn man ein paar Ideen von uns bekommt. Und diese Form ist einfach toll. Da kann man so vieles mitmachen, das ist ja nur ein Bruchteil und bestimmt fällt Ihnen auch noch ganz, ganz viel ein. Wie gesagt, meine beiden Damen haben mich jetzt hier ganz, ganz stark unterstützt, ja, mit Füllen, mit Dekorieren, mit Ideen. Und wir sagen einfach jetzt danke, dass Sie zugeschaut haben und wir hoffen, dass Sie bald im Besitz dieser Backform sind. Aber erst dann, wenn wir sie hergestellt haben. Sie wissen ja, dass wir die Formen selber herstellen, das heißt in unserem Familienunternehmen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit neuen Ideen. Ammann, super gemacht, Nelly, danke. Super gemacht. Dankeschön, bis nächste Mal. Tschüss.